Wir haben den zweiten Trailer zu Five Nights at Freddy's bekommen und wir haben den ersten richtigen, vernünftigen Trailer zu The Marvels bekommen. Und darum geht's heute in diesem Video. Außerdem werde ich meine leicht verspätete, aber dennoch nennenswerte Meinung zu Secret Invasion, der Marvel-MCU-Serie, kundtun und das alles in diesem Video. Und das wird quasi mehr oder weniger auch ein kleines neues Format, das erkläre ich aber jetzt nach dem Intro. Und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, genau, wie gerade schon gesagt, es geht heute um drei Themen. Und zwar sind es drei kürzere Themen. Und ich habe mir gedacht, weißt du, ich mache einfach mal eine Art Format, in dem ich einfach sagen kann, okay, ich habe drei, vier, fünf Sachen, über die ich mal reden will, die es aber eigentlich nicht unbedingt wert sind, ein ganzes eigenes Video zu füllen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze hier nennen soll. Und ich weiß auch nicht, wie oft das hier vorkommen wird. Vielleicht einmal im Jahr, vielleicht dreimal im Monat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier quasi so ein Bullshit-Rauslass-Format. Also einfach für Sachen, die kein ganzes Video gefüllt bekommen würden. Beziehungsweise wo ich es einfach nicht einsehe, ein ganzes Video drüber zu machen. Und wie gesagt, heute in diesem Video geht es einmal um den neuen Five Nights at Freddy's Trailer, um den neuen The Marvels Trailer und um Secret Invasion. Ich fange einfach mal mit dem schlechtesten Teil an und zwar will ich hier ganz, ganz fix, ganz kurz meine Meinung zu Secret Invasion abgeben. Ist aber okay. Ja, nee, ich gehe schon ein bisschen drauf ein. Und zwar also die Serie, für die Leute, die sie nicht gesehen habt, ihr habt nichts wirklich verpasst. Für die Leute, die sie gesehen haben, ihr werdet wahrscheinlich mitfühlen. Also ich habe mir mehr von der Serie erwartet. Und die Serie an für sich war irgendwie schon okay. Es war ganz cool gemacht, ob es von den Effekten her war, ob es von der Story schon, es war irgendwie okay. Aber es war mal wieder so ein Marvel-Projekt, was man auch nicht unbedingt braucht. Also es war halt so, ja, okay, gut, dass du da bist. Ja, ist schön und gut, aber was hast du mir jetzt gebracht? Weil am Ende der Serie stehen wir genau am gleichen Punkt. Wie am Anfang der Serie, Spoiler-Alarm, es sind ganz, ganz, ganz viele Skrull auf der Erde. Die Typen, die grün sind und sich in jegliche Menschen verwandeln können. Rhodey war auch ein Skrull, wahrscheinlich ungefähr seit, circa Civil War, vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, kurz nach Civil War ungefähr fing das an, dass Rhodey zum Skrull wurde. Und das, weiß ich nicht, war jetzt, ja, für den einen Moment so, wow, aber keine Ahnung. Es war eine Serie, die muss man nicht sehen. Die hat uns, wie gesagt, im MCU weder vor noch zurückgebracht. Und ja, ich weiß nicht, es war okay. Man musste nicht gucken, man muss es aber auch, man kann es aber auch machen. Also ist okay. Besser als She-Hulk, würde ich sagen, aber auch nicht viel besser, weil es halt, ich weiß nicht, es hatte für mich keinen Mehrwert. Das Thema abgehakt. Die Serie war voll mit, also die war für mich das beste Beispiel für mit. Wirklich einfach nichts Halbes, nichts Ganzes, nichts Gutes, nichts Schlechtes. Irgendwie so ein Ding dazwischen. War ein bisschen komisch. Deswegen auch wirklich kein eigenes Video dazu, weil ich einfach nicht viel mehr dazu zu sagen habe. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die Serie, falls ihr sie gesehen habt? Weil ich, wie gesagt, hätte mir mehr erhofft. Trifft es wahrscheinlich bei der Serie mit am besten. Ich habe mir mehr erhofft. Gut, das Thema beiseite. Das Thema haben wir abgehakt. Wir springen zum nächsten Marvel-Projekt. Und ja, das ist die Marvels. Das ist halt einmal eine Cap Marvel. Miss Marvel und Monica Rambeau, ja, hieß sie so. Ich muss ehrlich sagen, der Film wird mich nicht großartig interessieren. Ich fand Miss Marvel, ich fand Captain Marvel ganz okay, den Film. Aber Captain Marvel hat das gleiche Problem für mich wie Superman und das ist diese quasi nahezu Unzerstörbarkeit und ich weiß nicht, cooler Humor hier und da. Miss Marvel, die Serie, war auch okay, war super viel Luft nach oben, also es hätte viel mehr Potenzial gehabt. Und wie gesagt, die gute Monica, das wird sich jetzt noch zeigen. Soweit ich weiß, ist der Film auch wirklich, soll das einer der kürzesten MCU-Filme aller Zeiten werden. Er soll anscheinend nicht mal die 100 Minuten knacken. Ich glaube, 97 habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das schon von Marvel selber zeigt. Okay, sie glauben selber nicht an das Ding. Oder vielleicht ist es ein Surprise. Surprise. Und es reicht. 97 Minuten reichen, um uns vom Hocker zu holen. Das sehen wir halt erst, wenn der Film rauskommt. Vom Trailer her, um auf den Trailer einzugehen, es sieht gut aus. Die Effekte sehen ganz, ganz okay aus. Sah bei Captain Marvel auch schon nicht schlecht aus. Ich finde das neue Design von Captain Marvel ganz cool. Ich verstehe noch nicht ganz, warum in dem Film das große Thema sein wird, dass sobald sie ihre Kräfte benutzen, sie irgendwie die Plätze tauschen. Hat damit zu tun, dass sie alle ungefähr die gleiche Kräfte haben. Bin ich gespannt, dass das endlich mal aufgeklärt wird, auch wie Monica, dass sie ihre Kräfte da bekommen hat. Das, klar, durch das Hex von Wanda, aber warum? Und da bin ich gespannt. Also da freue ich mich auch schon drauf, dass das endlich mal geklärt wird. Ich bin gespannt, ob dieser Film uns irgendwas Neues bringt ins MCU oder ob das einfach wieder so ein alleinstehender Film ist, der halt einfach da ist, den man gucken kann, der dir weder was Krasses davor erzählt, noch was Krasses danach.
so ein alleinstehender MCU-Film. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, vom Trailer her sieht es nicht scheiße aus. Das will ich direkt sagen. Es sieht ganz okay aus. Es sieht, finde ich, sogar besser aus als Ant-Man. Und auf Ant-Man habe ich mich gefreut. Ja, es lässt auf jeden Fall, ne, alles Mögliche offen. Es kann sein, dass es ein super interessanter Film wird. Es kann auch sein, dass es ein Top-Flop wird. Und es kann auch sein, dass es einfach ein Durchschnittsfilm ist, wie halt viele MCU-Filme momentan leider halt alle sind. So, kommen wir aber nun zu meinem Highlight dieses kurzen, knackigen News, Trash-News-Video. Ich weiß nicht, wie ich das Format nennen soll. Keine Ahnung, schreibt mir Ideen in die Kommentare, wie man sowas nennen kann, wo ich einfach nur schnell ein paar News rausballer. Couch-News, News-Couch, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall der Five Nights at Freddy's Trailer Numero Do. Do? 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 Duo? Dos? Zwei. Ist erschienen. Mal wieder, wie beim ersten Trailer, saß ich auf der Arbeit, scrollte durch TikTok in der Pause und sehe auf einmal da, huch, das ist ein neuer Trailer raus. Ich, TikTok geschlossen, YouTube geguckt. Und was soll ich sagen? Der Trailer ist geil. Der Trailer sieht gut aus. Wir kriegen ein bisschen mehr gezeigt. Wir kriegen nochmal ein kleines, minimales Ticken mehr Story. Zwei, drei Animatronics, die wir besser sehen. Wir kriegen nochmal einen besseren Blick auf das Spring Bonnie Suit. Ich sage jetzt explizit Spring Bonnie und nicht Springtrap. Das komme ich gleich darauf zu, das ist jetzt mehr oder weniger wirklich eindeutig. Und an für sich wirklich super geil, der Trailer. Er lässt weiterhin hoffen, dass das einer der geilsten Filme seit Eon, also oder anders gesagt, einer der geilsten Spieleverfilmungen seit Äonen von Jahren wird. Hoffnung steigt immer. Aber eine Sache muss ich sagen, der Trailer wäre jetzt nicht da gewesen, hätte es jetzt nicht wehgetan. Also der Trailer hat uns jetzt nicht viel Neues gegeben, muss ich sagen. Er war okay. Er war geil, sah geil aus, geil gemacht, geile Musik, geile, alles schön. Aber er hat uns nichts Neues an Informationen gebracht. Das ist das Ding. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da ein bisschen was mehr erhofft. Aber nichtsdestotrotz, kurz mal, um auf den Trailer einzugehen. Punkt 1. Ein mega Easter Egg. Wahrscheinlich. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das war ein Easter Egg, was Matthew Lillard, der Schauspieler der William Afton, also Spring Bonnie, Spring Trap, den Bösen in Five Nights at Freddy's, spielt. Einige kennen ihn vielleicht aus Scooby-Doo als Shaggy. Und wahrscheinlich der Großteil der, ich sag mal, Horror-Fraktion kennt ihn als Stu aus Ghostface. Was? Aus Scream 1? Stu, ne? Ja, der einzig wahre und geile Ghostface. Scheiß mal auf Billy Loomis, Stu-Marker. Bester Matthew Lillard. Kuss geht raus, Diggi, falls du das Video siehst. I love you, Matthew Lillard, I love you. Naja, egal. Anyways, packen wir es beiseite. Auf jeden Fall in Scream hat der gute Matthew Lillard alias Stu Marker einen ikonischen Move, der nur von ihm als Ghostface gemacht wurde, nachher in den späteren Teilen adaptiert wurde, um sie daran zu erinnern oder vielleicht die Fans einfach zu begeistern als kleines Easter Egg. Und zwar hat der gute Stu, nachdem er jemanden mit dem Messer abgestochen hat, die Klinge auf eine super geile Weise sauber gemacht, die es sogar in fucking Dead by Daylight geschafft hat. Und zwar genommen und den hier gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich gerade eingeblendet gesehen. Und genau dieser Move, den sehen wir auch im Five Nights at Freddy's Trailer. Und zwar vom Spring Bonnie Suit, also von William Afton, der von Stu Marker gespielt wird. Genau der gleiche Move, Messer sauber machen. Und das, wenn das keine hundertprozentige Referenz ist, also wirklich, da lege ich meine beiden Beine für ins Feuer, dass das da eine Referenz drauf ist. Und das ist super geil und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich es einfach super interessant fand, weil die Scream und FNAF, das liegt halt so weit auseinander, dass, ja, das ist halt nur Matthew Lillard, der das verbindet. Super geil einfach, meiner Meinung nach. Geiles Easter Egg, es wird eins sein, alles andere wäre Bullshit. Und nun kommen wir dazu, dass das das Spring Bonnie Suit und nicht das Spring Trap Suit ist. Ja, ich habe mir in einem Video, wo ich den Trailer analysiert habe, mich darüber her, also da, ne, habe mir überlegt, okay, in welcher Ära spielen wir? Die ganzen Morde sind schon passiert, die Kinder haben die Animatronics schon als Geister besessen, also sind schon da drin, aber irgendwie ist es, also es fühlt sich, wir haben auch Vanessa, die eigentlich gar nichts dazu zu suchen hat. Es sind halt sehr viele kleine Punkte, die timeline-technisch keinen Sinn machen. Noch nicht. Und da war halt die Frage, ist das schon Spring Trap? Spring Trap ist, Spoiler Alert, der quasi tote, gefangene William Afton im Spring Bonnie Suit. Es ist schwer zu erklären. Er ist auf jeden Fall eine andere Variante. Spring Bonnie ist das Suit halt selber
in dem William Afton einfach nur reingeht und da drin Leute ermordet. Bedeutet, er ist als lebende Person da drin, die einfach Leute damit ermordet oder halt Kinder in Hinterzimmer locken will. Die Vermutung, warum es Spring Trap ist, vielleicht auch hier nochmal ein kleiner Vergleich eingeblendet, lag daran, dass das Kostüm sehr, sehr ramponiert, sehr alt und sehr, sehr nah an dem Spiel Spring Trap Suit war und weniger an dem Spring Bonnie Suit. Aber da wir hier sehr, sehr menschliche Bewegungen sehen von einem Menschen, der gesund aussieht und auch von der Timeline her es einfach am besten passt, wird es Spring Bonnie sein. Bedeutet, die Spring Lock Szene, die wir uns alle so sehr wünschen, ist noch nicht passiert und kann am Ende des Films kommen. Vielleicht, weil wir uns ja immer noch nicht sicher sind, ob wir jetzt einen Film mit mehreren Teilen bekommen oder ob wir drei Filme, die die Haupttrilogie von FNAF abklappern. Das ist ja noch nicht ganz bestätigt oder überhaupt erwähnt worden. Und eventuell haben wir halt wirklich das Glück und bekommen in diesem Film die Springlock-Szene zu Gesicht. Eventuell aber auch erst im nächsten Teil. Nichtsdestotrotz können wir hier Fakt sagen, in diesem Film wird William Afton, also ne, Matthew Lillard, hauptsächlich als William Afton und Spring Bonnie rumlaufen. Noch nicht als Spring Trap. So, dazu quasi, um die Theorie nochmal ein bisschen abzurunden und anzupassen. Wie gesagt, ich bin gehypt. Ich bin gehypt auf den FNAF-Film weiterhin. Ich habe richtig Bock darauf. Ich bin ein bisschen ganz minimal gehypt. Das ist nicht gehypt. Ich freue mich schon drauf auf The Marvels, weil ich gespannt bin, wie sie einige Sachen einfach erklären. Und ja auch zu Secret Invasion. Wie gesagt, da wisst ihr jetzt meine Meinung. Dann will ich noch ganz kurz ankündigen, ich werde mir sowohl die Ahsoka-Serie angucken und darüber Videos machen, als auch die One Piece-Serie, die jetzt vor kurzem erst released wurde. Werde ich beide Serien mir angucken und werde zu beiden Serien ein Video machen. Vielleicht eins, vielleicht zwei, vielleicht mehrere. Nur für die Leute, die schon fragen, weil nach One Piece wurde ich gefragt und nach Ahsoka auch schon. Und es wird beides kommen, ist hiermit Fakt. Wann genau? Das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht schaffe ich es jetzt irgendwas davon schon so weit zu gucken, dass ich schon das erste Video für dieses Wochenende mache. Mal schauen, aber ansonsten kommt dieses Wochenende auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr von The Walking Dead. Und damit bin ich aber auch schon am Ende von diesem kurzen, hoffentlich kurzen Video, was halt einfach mal ganz schnell abgeklappert so ein paar News sind. Schreibt gerne mal Ideen zu einem Namen für dieses Format ein, halt einfach was, wo ich mich hinsetzen kann. 2, 3, 4, 5 News, die gerade frisch raus sind, einfach abklapper, ohne wirklich ein ganzes Video mit einem Thema zu füllen. Dann kann ich mich hinsetzen und so ein Video machen. Ist wahrscheinlich für euch angenehmer, ist für mich ein bisschen angenehmer. Und ja, man kriegt halt ein paar Sachen schnell rausgeschossen, die halt wirklich kein ganzes Video füllen. Ich hätte jetzt kein ganzes Video zu Secret Invasion machen können. Nichtsdestotrotz, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den verschiedenen Trailern auch in die Kommentare. Habt ihr den FNAF-Trailer gesehen? Habt ihr den Marvels-Trailer gesehen? Wenn ja, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ansonsten checkt sie gerne aus, sowohl als Marvel-Fan als auch als Horror-Fan. Heute könnt ihr mit zwei Trailern nach Hause gehen, sag ich's mal so. Und wie gesagt, schreibt mir dann gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn euch an für sich weiterhin Serien, Filme und alles Mögliche darum interessiert, Theorien, Fun Facts, alles Mögliche, dann checkt mal den Kanal aus. Hier gibt es nur diese Themen quasi und ab und zu mal ein bisschen Gaming, aber eher seltener. Und wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gerne aus und vielleicht gefällt es euch ja und ihr bleibt einfach hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ich möchte das Video aber jetzt tatsächlich nicht länger strecken, weil dieses Wochenende, wie gesagt, drei Videos. Freut euch, wenn nur zwei kommen, steinigt mich nicht. Also das dritte Video ist in Klammern mal gesetzt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Checkt den Kanal gerne aus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich stand selbstverständlich auf derselben alten Couch, aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.